Das erinnert mich ziemlich stark an Tribute von Pana. Also das ist passiert. Ich werde persönlich mit Dio reden. Konzentrier du dich auf das Rennen. Okay. Es gibt viele verschiedene Typen von Schokobo-Jockeys. Es ist nicht nur für Kriminelle. Manche Leute geht es um Berühmtheit, manche um Geld, manchen geht es um die Ehre. Und dann gibt es noch Leute wie dich. Oh ja, ich bringe dir bei, wie man auf einem Schokobo reitet. Okay. Zuerst die OK-Taste drücken, um Auto oder manuell wählen. Das ist eine Gangschaltung oder was? Anders gesagt, entweder zügelst du den Schokobo oder du lässt ihn alleine rennen. Aber es ist ziemlich schwierig, den Schokobo zu lenken, wie du willst. Wenn dich der Schokobo nicht mag, gehorcht er dir nicht. Kannst du gar nichts machen. Aber die meisten Schokobos, die ich dir zur Verfügung stelle, sind zahm. Du müsstest mit ihnen umgehen können. Wenn du reitest, drücke Wechseln zum Beschleunigen und Abbruch, um langsamer zu reiten. Eieiei, aber wenn du schneller reitest, als der Schokobo verkraften kann, dann verliert er ganz schnell seine Ausdauer. Und verwende die Pfeiltasten, um den Schokobo nach links und rechts zu bewegen. Und okay für einen Geschwindigkeitsschub. Und natürlich geht auch die Kondition schneller zur Neige, verständlich. Es gibt einige griesgrämige Schokobos, die sich übernehmen und sehr schnell ihre Ausdauer verlieren. Für solche Schokobos solltest du die Steuerung auf manuell schalten und bremsen. Schließlich noch ein Ratschlag. Für eilige, sobald der erste und zweite Schokobo die Ziellinie überquert haben, drück sofort Start, um das Rennen zu beenden. Okay. Bin neu hier. Hi Joe. Hallo Esther, du bist hübsch wie immer. Wie eine Blume im Wind. Darf ich bekannt machen, Klau. Das ist Joe, einer der besten Jockeys. Schön, nett dich kennenzulernen. Wenn du zu Esther gehörst, dann richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier rauf geschafft. What? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Ich bin runtergefallen. Hier wird nicht nach der Vergangenheit gefragt. Na dann bis später, Cloud. Oh, ich bin mal so gespannt, wie schlecht ich jetzt sein kann in dem Spiel. Nee, ich würde das Rote gerne aufheben. Ramu. Bitte wie? Die sind aber nett. Kann ich nicht? Muss man sich umziehen? Komisch. Habe ich jetzt? Laut? Hallo. Danke, dass du gewartet hast. Das ist dein Schokobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einen reitet? Ja, hast du mir erzählt. Dann viel Glück. Ja, super. Also lenken funktioniert ja blendend. Ich will ja nicht sagen, dass ich nicht steuern kann, aber ich kann nicht steuern. Jetzt. Kannst du bitte die Kamera drehen?
Ja. Ach, wir haben noch gewonnen. Ich habe die Position unseres Schokobos gar nicht mitbekommen da oben. Und die Kronen sind irgendwie falsch. Die sind unten am Bildschirm. Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist alles best. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther etwas über deinen erfahren. Da du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst, dass sie alle freigelassen werden. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftiger Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ja, hallo? Telefon? Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat uns einen Buggy für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Nett. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter den Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht dein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongaga zu sein. Südlich des Flusses Gongaga. Okay, jetzt heißt also Abschied nehmen. Naja, wenn du deinen eigenen Rennschokobo hast, komm mal wieder vorbei. Okay. Fährst du den Buggy. Klicke OK, um einzusteigen. Klicke auf Abbrechen, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Deine Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Ju vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Ja. Okay. Ich wollte gerade die Frage stellen, müssen wir auch kämpfen, während wir im Buggy sitzen? Antwort ja. Raumzeitbombe gestohlen. Ja, ich sollte vielleicht mal zaubern mit unserer Magierin. Na, schade. Viel zu warm hier drin. So. Perfekt. So. Okay, das, ich würde gerade sagen, ist das ein niedriger Fluss? Das ist ein niedriger Fluss. Martin, bist du da? Du meintest vorhin etwas von, Cloud, ist da jemand? Ich wollte nicht mit euch reden. Warum denn so verlegen? Los. Welche gefällt dir? Tiefer. Du meintest, ich soll in einen Wald gehen. Dein Secret. Aber arme Elena, die du... Was? Nein, sie mag Xeng. Ja, keine Ahnung, aber Xeng mag die vom alten Volk. Wo reden die? Total affig. Sprechen dauernd drüber, wen sie mögen und wen nicht, aber Xeng ist anders. Was? Oh nein. Okay.
Dann tun wir das mal. Sie sind hier. Sie sind wirklich hier. Dann ist es soweit. Na gut. Mach es ihnen nicht leicht. Auch wenn es Mädchen sind. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Groot. Jetzt müsst ihr dafür zahlen, was den Sektor 7 getan hat. Was haben wir denn getan? Zu traurig. So weit gehst du. Was haben wir denn in Sektor 7 gemacht? Gut. Mutattacke. Und wir schauen mal, ob wir was klauen können, vor allen Dingen. Na? Ja? No. Schauen wir mal, ob Turk etwas kriegt. Wir müssen die Materie auch gleich wieder tauschen. Warum greifen wir eigentlich immer den Xeng an? Ich glaube, den Turk würden wir eher besiegen, oder? Ja, das war klar, dass wir den töten. Es ist schön, dass er immer noch vergiftet ist und er immer wieder geheilt werden muss. Oh man. Ach kacke, das war Eris. Das war wieder Eris. Okay, jetzt macht er noch einen letzten Angriff. Oh, doch nicht. Und dann haut er auch ab. Das sind richtige Angsthasen, muss ich sagen, ne? Also, bis jetzt sind die immer abgehauen. Ein X-Trank. Ist das nicht das, was die Powerpuff Girls gemacht hat? Woher wissen sie, dass wir hier vorbeikommen? Sie sind uns gefolgt, aber das merkt man doch. Das bedeutet, ein Spion, niemals! Hallöchen aus dem anderen Raum. Aus dem deutlich kühleren Raum. Ich vertraue allen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Spion bei uns haben. Oder? Durch den Wald laufen. Wald, 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 Wald. Kann es sein, dass das die ist, die man als Crewmitglied kriegen kann? Ja,
Nach dem Kampf ist das wichtig. Sagt Luffy, dass ihr kein Interesse habt. Weiter sagt ihr, dass ihr vor Angst wie versteinert seid, wenn Luffy sich zum Gehen wendet. Müsst ihr sie bitten, einen Moment zu warten. Luffy wird laut fragen, ob er möchte, dass sie mitkommt. Er sagt stimmt. Erstmal speichern, oder? Was? Also ich lasse das mal unkommentiert. Ohne Witz, es darf doch nicht wahr sein. Ach ja, das war's jetzt ernsthaft. Du hast eine Chance, die zu bekommen. Du verkackeierst mich jetzt, oder? Okay, hier steht auch das, aber na. Was kann das noch nicht bedeuten? Nee, also man kann sie immer noch bekommen. Spätestens wenn man in Rocket Town war, ist es eine hundertprozentige Chance, die im Wald nebenher zu bekommen. Das wäre ziemlich krass. Ja, das war jetzt die Chance. Ernsthaft. Naja, also in dem Blog, den ich gelesen habe, stand jetzt gerade, dass man immer noch die Chance hat, die zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit, bis sie kommen, das kann nur was dauern. Na komm schon. Och, jetzt greift der vorher an. Ah, Fröschchen.
Komm schon. Was ein Kampf. Na komm. Da ist er doch wieder. Yes! Ja, ich glaube, du bist jetzt tot. Was ein Dreck. So, jetzt aber. Ich hab verloren. Unmöglich! Sagt Yuffie kein Interesse. Hm? Na du Hirni, wie wär's nochmal? Nope. Wenn Yuffie sich zum Gehen wendet, müsst ihr sie bitten, einen Moment zu warten. Yuffie wird Cloud fragen, ob er möchte, dass sie mit... Okay. Nee, da ist noch was. Weiter sagt ihr, dass ihr vor Angst wie versteinert seid. Warte einen Moment, ne? Also, was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Hm? Was soll ich nur tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Du behältst deinen Namen. Was? What? Das verstehe ich nicht. Hätte ich was anderes klicken müssen? Nee, was heißt verkackt? Ich habe die besiegt und habe das so gemacht, wie du geschrieben hast. Und nachdem das mit dem stimmt, das hab ich, dann hat sie gesagt, habe ich gefragt, wie sie heißt. Und dann habe ich auf Auswählen geklickt am Ende, weil sie heißt ja noch so, wie sie heißt. Und dann hat sie den gleichen Scheiß abgezogen wie vorher. Das darf doch nicht wahr sein. The last one, do not pick what's your name. Ohne Witz. Bisschen XP-Farm ist immer gut. Das ist durchaus richtig, ja.
Einfach mal den Frosch spitzleppen. Ah. Ohne Witz. So. FF hat so geil. Ja, aber geiles Rätsel ist jetzt relativ, ne? Also das ist schon. Das ist schon krass. Weil das Rätsel löst du ja auch nur durch Trial and Error, ne? Nur weil du keinen Sinn für Humor hast. Ne, das ist vielleicht im Grunde genommen lustig, aber... Naja, es wäre ja schon irgendwie interessant, wenn man auch eine Möglichkeit hätte, das vorherzusehen. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Natürlich, und mit Level 1 Ultimas farmen könnte. Nee. Weil wenn du das jetzt einfach so spielst, dann würdest du vielleicht glauben, dass du die gar nicht kriegen kannst. Dass du irgendwas hast, dass dir noch irgendwas fehlt oder sonst was. Was ja schon... Naja, du verpasst... gut, ich wusste das schon vorher. Es gibt einen Grund, warum Final Fantasy ohne Lösungsguides, naja, sagen wir mal, schwierig in Gänze zu erforschen ist. Weil da brauchst du mehr Zeit, als du Verstand hast. Entweder du nerdest oder du liest. Ja, richtig. Aber lesen soll ich ja nicht. Lesen sollte ich ja nicht, damit ich mich nicht spoilere. Deswegen tue ich das auch nicht. Aller guten Dinge sind drei. Doch, du hast verloren. Schon wieder. Nope. Komm schon, was ist los? Wie versteinert. Das Wichtigste sage ich dir im Chat, richtig. Warte einen Moment. Jupp, möchte ich. Beeilen wir uns. Ich hab dir noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Das ist wirklich egal. Ich bin Yuffie, freut mich. So, was? Genau wie ich es plante. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen was? Ich gebe dir das Geld zurück, das ich gestohlen habe. Zumindest das, was davon übrig ist.
Naja, so viel kann sie ja nicht ausgegeben haben bis jetzt. Das würde mich zumindest wundern. Ausrüsten. Ich habe ein Problem. Ich glaube, dass das, was wir mal als Waffe gefunden hatten für sie, haben wir nicht mehr. Das wurde uns geklaut. Nee, doch nicht. Die Windklinge haben wir noch. Das kriege ich jetzt mal die. Hast du nach dem Bossfight mit deinen die Beschwörung aufgesammelt? Nach dem Bossfight mit deinen sind wir direkt aus dem Raum geportet worden. Oder meinst du die beim Chocobo-Rennen? Meinst du Ramu? Ramu haben wir. So, jetzt können wir mal gucken, was hier ist. Das sieht kaputt aus. Der ist groß. Objekte. Okay. Habt ihr mal im Discord was geschickt? Okay. Was denn? Komplettlösung CD1. Falls du, damit spielen willst, du verpasst mich, ich muss immer aufpassen. Wo wäre denn der Spaß, wenn du nicht aufpassen müsstest, Martin? Kaputter Reaktor. Scarlet, Leitung des Shinra Waffenentwicklungslabors. Ich hau mich mal die Haie, Chef. Alles klar, Gurke. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und bis morgen. Also aktueller Plan ist, nächste Woche auch noch Final Fantasy zu spielen. Weil ich auch mir auch keine Gedanken über andere Spiele gemacht habe. Ist einfacher. Aus schrottigen Reaktoren kommt nur schrottige Materie. Dieser Reaktor, Fehlanzeige. Ich suche nach Unmengenmaterie. Hast du welche gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich kümmere mich gleich drum. Okay. Wir könnten die ultimative Weapon bauen. Hm? Wenn wir es nur hätten. Kommt ja aktuell eh nicht viel raus. Das ist richtig, ja. Jetzt kaum abwarten. Seit Yoho weg ist. Ne, Hoyo. Yoho. Seit Hoyo weg ist, kriegen die Entwickler immer mehr Geld. Beneide sie. Aber selbst wenn wir die perfekte Waffe herstellen könnten, wäre der Idiot Heidegger in der Lage, sie zu benutzen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Entschuldigung, ich vergaß, dass Heidegger dein Chef war. Gehen wir. Tschüss, Scarlet Witch. Im 22. vielleicht D&D Dark Alliance. Das sagt mir gar nichts.
eine ultimative Waffe, die perfekte Waffe. Was habe ich vor? Wahrscheinlich nichts Gutes. Tschüss, Heli. Materia Titan. Ah. Okay. Ich weiß nicht tatsächlich, Yuffie, ob das so die geilste Variante ist. Ich habe noch keine Ahnung, was bei Item werfen, was das genau bringen soll. TLDR für DNDDA. Dazu zieht ihr allein eure dynamischen Q-Op bis zu 3 weiteren Spieler in den Kampf gegen Trolle, Eisdrachen, Beholder und mehr. Ihr schließt verschiedene Missionen ab und sammelt dabei Ausrüstung und Erfahrung, um immer stärker zu werden. TLDR. Okay, the Robotic Cat. His stats are the highest luck of any characters. Okay, die beste Charakterenkombination, die mir hier angesagt, technisch gesehen gegeben wird, ist Cloud, Barrett und Red X. Cloud, Barrett. Too long, didn't read. Ach so, meinst du das? Okay. Okay. Aber ja, ich wäre auch mal weg, wenn du nicht weiterkommst. Du hast ja jetzt einen Guide. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen, Martin. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Alfred, du kommst, dein Bruder geht. Hattest du ein schönes Wochenende? Blitz. Was macht das? Viel Schaden auf jeden Fall.
Ohne die drückende Hitze wäre es noch besser gewesen, aber war gut. Ja, da, I feel you. I feel you. Es ist tatsächlich wieder mal so der Moment, wo ich immer wieder weiß und merke, warum ich ein Wintermensch bin. Ja. Und ich verstehe nicht, warum manche Menschen keine Wintermenschen sein wollen. Extremer Blitzzauber, ihr möchtet es mal sehen. Nett. Geil gemacht. Meine Güte, hat er viel lang viel HP gerade. Kann nicht stehen. Yep, Wintermensch bin ich auch. Ich kusche mich lieber unter der Decke, um mich aufzuwärmen. Im Sommer weiß man sich irgendwann einfach nicht mehr abzukühlen. Ja, richtig. Im Winter kann man immer noch ein bisschen mehr anziehen. Im Sommer kann man aber irgendwann nicht mehr ausziehen. Das ist tatsächlich problematisch. So, was haben wir hier? Nicht zu stehlen. Oh! Ich verstehe. Das entwickelt sich. Hier ist das ein hässlicher Freund. Joa, jetzt schlafen wir alle. Ach! Okay. Wie lange hält dieser Effekt an? Klaut wird durch einen Laser gegriffen und pennt weiter. Das war ein extrem gutes Zeug, was ihr euch einschlafen lässt. Okay, jetzt ist die Frage, wachen die eigentlich nochmal auf oder sterben die jetzt einfach? Hallo? Okay, es dauert einfach eine ganze Weile. Das war kein netter Gegner. Okay, ich will jetzt mal ganz kurz was gucken. Laut wegen seiner Limitstärke. Barrett auch wegen seiner Limitstärke und weil er so ein starker Typ ist.
Sid oder Tifa, wegen ihrer Limitstärke. Ich fand früher Sid besser, jetzt nehme ich Tifa öfter. Weil ich finde ihr Glücksrad klasse und ich nehme sie noch, weil Sid zu viel Rauch in der Kaffee. Eieiei. Zigarette statt Zigarette. Mit Conformer macht sie sehr viel Schaden und die Limiter Ende lebt. Okay. Gut. Wir stellen das Team um. Aeris kommt raus. Barret kommt rein. Yuffie kommt raus. Und Tifa kommt rein. Oder? Cloud. Barret, the second strongest choice. Sid oder Yuffie? Both of Sid and Yuffie makes excellent addition. Okay, dann nehmen wir Yuffie anstatt Tifa. Gut. Alright. Das heißt, wir müssen euch jetzt ausrüsten. Ach so. Ja, das ist natürlich, oder geht das? Moment. Kann ich irgendwie? Nein. Das bedeutet, ich muss nochmal sie reinholen. Und Moment. Sie reinholen. Okay. Tifa. Wieder falsche Taste gerückt. Und Barret mit. Und Yuffie. Dafür. Der ist ein Carbonreif. Mehr wie. Nur bei Vitalität könnten wir eigentlich. Schützt auf Frosch oder Zwerg. Und sie hat einen Carbonreif und kriegt Vitalität. Okay, Materia. Er hat Ifrit. Wiederbelebung. Beintechnik. Verwandlung. Was haben wir denn noch? Den Titan. Hitze, Genesung. Na. Deria, er hat Chocomog. Schutz. Gift auf seinem Schwert. Und er kriegt noch. Wo ist es denn? Er kriegt noch Genesung. Yuffie hat Wurf. Wurf nehmen wir mal weg. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Sie kriegt noch Titan. Na, wobei. Tut ja nicht weh. Und sie kriegt Gewitter, Analyse, Hitze, Kälte. Sie kriegt Hitze auf alle.
Dann kriegt er Hitze. Kriegt sie Kälte. Barrett hat Hitze und Cloud hat nix. Gibt Leben zurück. Heilung. Gut. Das hätte. We'll be right back.